Also, wir wollten jetzt in die Chill-Out-Zone, weil sich da die meisten, ja, Ältesten aufhalten und schauen einfach mal, wie wir jetzt diese Ratsversammlung, die wir da einberufen müssen. Ich gucke gerade noch was nach. Und zwar, das ist dann der Erste. Dann ist er der Erste hier. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Der 10.000 Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen. Stellt sofort alle Ja, Streichelaktivitäten ein und... gib dir keine Mühe. Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streifenzobel mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Ach Desaster. komm schon, ernsthaft jetzt. Jetzt brauchen wir einen Streifenzobel. Jetzt lass doch mal deine blöden Streifenzobel-Weisheit. Ich habe Oh, viel dringendere Dinge auf der Agenda. Streifenzobel sind nicht blöd. Sie sind klein, pelzig, nett und sehr Klein, intelligent. pelzig, nett, Vielleicht sogar intelligent. intelligenter als so mancher Anwesende. Gut möglich. Auf jeden Fall gehe ich nirgendwo hin, bevor ich nicht mindestens ein Streifenzobel gestreichelt habe. Alles klar. Was für eine Weiche. Gibt es denn hier keine richtigen Verantwortlichen? Okay. Klein, weich, pelzig. Müssten wir uns merken. Oh, da ist so ein Ding. Da ist so ein Ding. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage. Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Och, ernsthaft. Nur zu deiner Information. Ich bin ein hervorragender Masseur. Bring mich nicht zum Lachen, du Nudel. Deine Hände sind viel zu zierlich. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Hier war doch noch irgendeiner, ne? Was will der Letzte? Was will er von uns? Wir brauchen auf jeden Fall das Tier. Der muss massiert werden. Und der Typ hier, was möchte der von uns? Der Treus, was hat der für ein Problem? Mensch, Was Mensch, sitzt Mensch, du hier Mensch. rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation! Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Bah. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Okay, Leute, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Was können wir hier machen? Lass mal schauen auf der Leertaste. Riesenmade, können wir die mitnehmen? So, das ist jetzt Chefsache. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, Okay. bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Was können wir denn noch hier machen? Ein Mixer. Können wir den mitnehmen? Für einen Cocktail braucht man mindestens zwei alkoholische Zutaten. Und eigentlich auch ein Schirmchen, aber da will ich heute mal nicht so sein. Können wir nicht mitnehmen oder was reintun? Was ist hier? Ein Drink. Können wir den mitnehmen? Ja, perfekt. Hier haben wir gar nichts. Mixer, können wir da irgendetwas reintun? Da ist der Fisch. Oh Gott, Agathe, ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt.
Ja, perfekt. Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer. So, was machen wir hier falsch? Ja. Okay, hier fehlt noch was. Ja, hier müssen wir später was machen. Okay, dann gehen wir nochmal in den Streichelzoo. Irgendwas müssen wir später noch da reinmixen, was wir momentan nicht haben. Hier haben wir wahrscheinlich alles, oder? Ich weiß es nicht. Monsterfußpantoffeln, Echsenhaut, die zwei Drinks, einer mit einem Fisch, eine Riesenmale. Vielleicht gibt er sich damit ja zufrieden. Ich glaube es ja nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere, wenn du schrittweise verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter Hand geht. Okay. Was haben wir denn noch für den Massageball? Für den Massageball haben wir doch bestimmt irgendwas, was wir benutzen können. Das kann ja nicht sein, dass er... Echsenhaut. Das könnte funktionieren. Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug Haut. Hm. Pantoffeln? Nice! Aufhören! Ah, passt doch! Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Und jetzt? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Ach, du veralberst mich doch. Den einzigsten Wachs, den ich hier habe, sind die Plastikbälle, wenn man die schmilzt. Aber wo schmilzt man die? Wir haben doch oben noch die Lampe. Vielleicht kommen wir... Oder hier in die Sauna? Die Sauna ist geschlossen. Ach, die Sauna ist geschlossen. Diese ganze Reise ist auch so schon schweißtreibend genug. Wartet mal. Das wäre eine Idee. Wo war das nochmal? Ganz oben, oder? Ältestenrat, da war das. Der ist immer noch am Burn, der Kerl. Kann man die Bälle da nicht irgendwie drunter halten? Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger rann, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Plastik schmelzt, damit könnte es funktionieren. Ich meine... Das könnten wir ausprobieren. Das könnten wir echt ausprobieren, Leute. Das könnte es funktionieren. In der Chill-Out-Zone, da müssen wir hin, ne? So, hier lang. Ich bin gerade überlegen... Wenn wir die Plastikbälle ihm damit die Haut abziehen... Was passiert dann? Aua, aua. Ist das heiß? Ist das heiß? Schnauze, das muss so. So, jetzt zieh. Zieh. Aua, Fertig, was hältst du davon? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich glaube, ich habe mir bei der Prozedur eben einen Nerv eingeklemmt. Ich bestehe auf eine weitere Massage. Wenn du mich zum Heulen bringen willst, gleich hast du es geschafft. Was für ein Typ. So,
Das gleiche von vorne. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, Scheiße, wir haben die Hände nicht mehr. Weitere Massage, aber diesmal von einem Profi. Ach, wo sind nur die Klonbediensteten, die sonst immer defekte Roboter ersetzen? Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt, Leute. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man mit diesem Haarteil hier zu den Zweien. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns... Stimmt. Ach, Tanner. Ich wünschte, wir hätten noch mehr... Ach, ihr seid ja sowas von... Ich hab doch hier Muster. Hier ist doch was. Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist hübsch. Und männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Und dann jetzt? Ist es entschieden. Endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Stinkmuffelstoffmuster. Zobelstreifen. Ich will nicht so enden wie Toni. Die hat mir auch immer alles madig gemacht. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das Zobel. So. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was wir dem Computer geben könnten für die Tiersammlung, die hier kaputt gegangen ist. Leo-Stoffmuster, das muss man doch irgendwo hier drauflegen, oder? Scanne-DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. War ja klar. Oh, come on. Gib mir wenigstens das hier. Scanne-DNA-Probe. Spezies. Zobelstreifenbär. Ja. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Ja, ja, ist gut jetzt. Gib uns die Kassette. Da ist sie doch. Noch was? Jetzt haben wir alle eingescannt. Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Du Scheiße, was macht der da? Oh je, Mini, haben wir irgendwas kaputt gemacht? Haben wir hier irgendetwas kaputt gemacht? Ich glaube nicht. So, jetzt haben wir auf die... Ah, da, die Kassette. Die Kassette, die müssen wir mitnehmen. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall das Streicheltier da raus. Da gehen wir doch als erstes nochmal runter in die Chill-Out-Zone. Und hier ist doch irgendwo... Da. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Ach du Scheiß. Und das hier? Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln.
Nimm es weg. Vielleicht haben wir mit dem Clown Glück, indem wir es hier reinstellen und der ist dann wenigstens zufrieden. Wo ist der Clown? Das hier, ne? Bravo! Jawohl! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Ja, nice. Und jetzt? Also, ich find's lustig. Können wir das mitnehmen? Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Nicht, solange hier kein akzeptables Essen serviert wird. Außerdem schwimmen nach wie vor Fische in den 4CL-Drinks. Uns fehlt aber eine Kassette, glaube ich. Na, was müssen wir jetzt machen? Den Masseur noch. Ne, nicht zum Streichelzoo, wir müssen hier hin. Wo ist denn hier der Schlitz für die Datenkassette? Der braucht ja irgendwo noch einen Masseur. Aber irgendwie ist ja kein Kassettenschlitz, den wir aufmachen können. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Gucken, was das hier für ein Ding ist. Irgendwas passt hier nicht. Ich glaube, wir brauchen die andere Kassette noch. Oh, falscher Knopf. Ich glaube, wir brauchen die andere Kassette noch. Die haben wir ja in der Cocktailbar. Bei dem Clown hier. Wir müssen bestimmt... Was für ein miserables... Ja, Wir müssen wahrscheinlich noch die Kassetten hier irgendwie bearbeiten. Die Frage ist nur, wie. Alles hier erinnert mich an Gott. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. So. Der muss klein sein, ne? Das sieht doch gut aus. Ja, ich würde sagen, das passt doch jetzt. Jetzt können wir die nochmal da rein tun. Gucken, was er jetzt sagt mit dem kleinen, niedlichen Tierchen. Jetzt bin ich gespannt. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Das ist ja, so kann das doch. Hä? Irgendwas haben wir falsch gemacht. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Aber es ist doch richtig, der Clown. Das
ist doch richtig, was wir gemacht haben. Das ist doch eigentlich vollkommen richtig. Jetzt kommt der Clown wahrscheinlich wieder da raus. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Okay, das, ja. Müssen wir uns wohl dann nochmal genauer anschauen, würde ich sagen. Echsenhaut, können wir die auch da drauf legen? Vielleicht fehlt uns dann noch irgendwas. Scanne DNA-Probe. Brrr. Wiep. Erkenne Spezies. Test Speichelvaran. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Ah, hier haben wir die noch fehlende Kassette. Alles klar. Okay, jetzt haben wir drei Kassetten. Vielleicht müssen wir dann aus den dreien irgendwas zusammenbasteln. Wir gehen mal schauen, ob wir das denn jetzt hinkriegen. Vielleicht schaffen wir es ja so. Wir werden es sehen. Gehst du wohl da raus?